Willkommen zurück bei Wir bauen in Hoko Live. Und ich überlege gerade, was können wir das nächstes bauen? Wir könnten mal überlegen, Pfade könnten wir jetzt auch so viel geilere Sachen bauen, wenn wir das nicht mehr so anfixieren müssen. Da können wir so viel kleine, schöne Steinchen und sowas platzieren. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber das Problem ist an Pfaden immer, dass man die aufheben kann. Das ist halt mein Problem an Pfaden. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben eh nicht so viele coole Steine, das ist das Problem, ne? Gibt es irgendwas, was wie Steine aussieht, aber nicht Steine ist? Es gibt die Ziegelsteine, aber das sind Steine, aber die sehen halt auch nicht steinig aus. Und das Silber und sowas auch nicht. Und die ganzen Obstsachen und sowas werden auch nicht aussehen wie Steine. Das Einzige, was wir an Stein haben, ist das, was wir hier haben. Und das ist nicht viel. Aber man kann ja jetzt bestimmt super klein skalieren, oder? Ja, wir können jetzt wirklich sehr, sehr kleine Steine hier platzieren. Die sehen zwar alle sehr ähnlich aus, aber vielleicht kriegt man das mit Rotation hin, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist. Oh, ich sehe gerade ein Problem. Man kann das nicht in den Boden versenken, wenn das da unten ist. Ach, diese Steine kann man eh nicht in den Boden versenken. Guck mal. Die kann man gar nicht in den Boden versenken. Ich kann die halt sehr flach machen, das ginge. Kann man denn irgendwelche anderen von den Sachen hier in den Boden versenken? Ja, das ist das Einzige, was wirklich steinmäßig aussieht. Das hier halt noch, aber... Auch das kann man nicht in den Boden versenken. Nur wenn man es dreht halt, dann kann man es in den Boden versenken. Aber dann geht auch nicht tiefer. Okay, ich überlege gerade, ob ich das nicht nochmal ganz kurz gleich gucke, ob ich das nicht irgendwie auch noch ändern kann. Dann machen wir den Pfad später. Ich schaue nachher mal, ob man das ändern kann. Dass ich Sachen tiefer in den Boden setzen kann. So, wir können mal ein Licht machen. So, jetzt überlege ich mal, wie kann man ein schönes Licht machen. Hier gibt es nichts, was irgendwie... zylindrisch wäre leider, weil ich würde gerne wirklich auch mal anfangen, auch ab und zu ein paar Sachen zu stellen, wo alle Sachen drin sind. Was natürlich ginge, wäre Metall. Aber da gibt es auch keinen wirklichen Zylinder, außer hier die Röhre. Aber die wäre auch nicht so schlecht, wenn man die klein skaliert. Dann geht die schon klar. Als kleine Plattform unten. Das geht schon. Das kann man machen. Ich mache aber trotzdem mal ganz kurz einrasten, damit das genau in der Mitte sitzt. So. Und dann könnte man nämlich überlegen, ob man... ich überlege gerade so ein bisschen eine Outdoor-Laterne zu machen. Für draußen, dass wir die Lampen ersetzen können überall in der Stadt. Dass die schön werden. Oder auch für unser Meadow, also für das Gebiet, wo wir auch immer Dingen ziehen, ne? Die Schmetterlinge fangen, so, da wo wir leben. Die Weide ist es auf Deutsch, wo wir leben. Oh, das Ding kann man gar nicht richtig drehen, dahin, wo ich das will, okay. Ja gut, gut, dass wir das nicht machen müssen mit dem Tool. So, dass wir es selber drehen können. Nach Herzenslust. So, ja, okay, das steht ein bisschen schief. Zugegeben. Mein Problem ist gerade, man kann das Ding da unten nicht noch tiefer setzen. Das ist ein Problem. Wenn man es jetzt skaliert, dann geht es nur nach oben. Naja, ja klar. Da haben sie die Punkte beachtet. Aber ich kann zum Beispiel auch oben nochmal so ein Ding. Aber jetzt sieht man gerade, dass es nicht gerade ist. Das heißt, wir müssen da nochmal dran. Es ist nicht perfekt gerade. Okay, das ist schon deutlich besser. So. Jetzt überlege ich gerade, dass ich das da oben mit Metall mache. Ups, da habe ich wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Ja gut, das ist ein Problem, dass wir das Spiel jetzt nicht mehr fixen können. Ich überlege. Oh. Das ist gar nicht so verkehrt. Mit der Lampe. Oh, aber das ist leider so ein L-Form da oben. Gibt es das gleiche Ding nochmal ohne L-Form? Vermutlich nicht, nein. Natürlich nicht. Wie hätte es auch anders sein sollen? So, und schauen wir mal. Vielleicht kann man das Ding hier irgendwie umdisponieren.
So. Oh, das ist traurig, dass da oben keine Faces sind von dem Mesh. Das ist ein bisschen traurig. So. Das heißt, wir müssen da oben nochmal irgendeinen Abschluss dran bauen. Was soll das denn sein? Soll das ein Gullideckel sein? Ich weiß es auch nicht, was das ist. Aber es könnte sich da oben gut machen. Okay, wir kommen jetzt wirklich in die Probleme mit dem Tool hier, mit dem, dass wir uns nicht bewegen können hier. Und ich bin mir sicher, dass es das bestimmt geht irgendwie. Jetzt, wo ich weiß, dass ich die ganze Zeit über das Spiel gemeckert habe, obwohl es die Funktion hat, die ich suchte, bin ich ein bisschen vorsichtig, was das Meckern angeht. Oh mein Gott. Nee, also das sieht irgendwie sehr komisch aus. Das Problem ist halt einfach da oben, das ist blöd, dass das da oben durchsichtig ist. Das ist ein bisschen blöd. Das macht mir gerade sehr viel kaputt. So vielleicht. Mal schauen, ob man das Ding vielleicht ein bisschen kleiner machen kann. Damit das oben nicht so rausschaut. Das ist aber das Problem, dass... das ist nicht ganz so einfach zu lösen, glaube ich, hier. Oder wir ziehen es komplett durch. Weil dann sieht es trotzdem ein bisschen komisch aus. Wir müssen das Ding vielleicht noch ein bisschen größer machen. Aber das Problem daran ist, dass... dass von oben wieder rausschaut, wie es jetzt gerade passiert. Und das können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Okay, ich habe eine andere Idee im Moment. Wir nehmen diesen Ring hier und den setzen wir da drüber. So. Ja, jetzt sieht es gut aus. Das habe ich nämlich 4 Orte, an denen man eine Glühbirne dran anbringen kann. Müssen wir das nochmal ohne Einrasten bewegen. Jetzt würde ich halt gerne so einen Schirm noch drüber haben, aber das geht, glaube ich, nicht. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht tue ich das Gewinde dann einfach verstecken, damit das nicht so aussieht, als müsste ein Schirm dran, sondern dass das einfach nur Lampen sind, die da dran hängen. Die müssen ja eh reingedreht sein, von daher. So. Und das ist dann die rustikale Laterne. Na komm schon. Ich würde gerne die Lampe auswählen, aber es geht gerade nicht. Ich kriege die Lampe nicht mehr ausgewählt. Die ist nicht mehr auswählbar. Das heißt, sie wird immer so ein bisschen Offset haben jetzt hier. Ja, ich kriege die nicht mehr ausgewählt. Nee. Setz jetzt nicht. Die ist irgendwie kaputt. Das ist ein bisschen schade jetzt, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man das gleich, wenn man nochmal bearbeitet oder so. Warte, kann man vielleicht mit der Maus irgendwie auch noch? Oder mit Alt oder so? Oder mit Shift oder mit Steuerung? Nee. Dass man die Kamera bewegen kann, also bewegen nicht im Sinne von drehen, ne? Sondern wirklich bewegen, mit der Kamera rumfahren kann. Ich speichere das gerade mal als rustikale Laterne.
Und dann bearbeiten wir das nochmal. Hoffentlich geht das. So. Ich glaube, jetzt kannst du sie wieder auswählen. Oder ist das nicht die? Ne, die ist das. Ich kann sie auswählen tatsächlich. Ach, komm schon. Na, komm schon. Please. Naja, das muss reichen. So, dann speichern wir das Ding wieder ab und jetzt überlege ich mal ganz kurz in die Option zu gehen und mal ganz kurz nachzuschauen. Oh, so ruhig auf einmal. Entwurfwerkzeug annehmen, zum Teilemenü wechseln. Die ganzen Sachen sind gar nicht ausgewählt hier. Cursor nach rechts bewegen, Cursor nach links bewegen. Ja gut, das brauchen wir alles nicht. Warum gibt es das doppelt? Cursor nach rechts bewegen, Cursor nach links bewegen, Cursor nach rechts bewegen, Cursor nach links bewegen. Das gibt es doppelt. Hier sehe ich gerade drehen. Kamera einzoomen, auszoomen? Nee. Schade. Hier habe ich nämlich ganz unten einrasten, umschalten gefunden. Man kann die Kamera leider nicht bewegen. Das ist halt echt das ist das Nervigste von allem. Das ist halt wirklich nervig. So, was können wir denn jetzt noch bauen? Wir könnten jetzt nochmal gucken, dass wir... wir können echt eine, oder warte mal, wir könnten noch einen Stuhl machen, ne? Ein Stuhl ist ganz hübsch. So, jetzt überlege ich gerade, was für einen Stuhl wir machen. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht einen Sessel machen. Der ist zwar sehr einfach zu machen, aber warum nicht? Warum nicht einfach mal einen Sessel? Ein kleiner Sesselmann. Da sind wir alle gespannt. Naja, nicht wirklich. Ein Sessel ist halt ein Sessel, nicht wahr? Aber bequem ist ein Sessel. Gespannt sind wir da aber nicht, glaube ich. Okay, wir müssen das Ding drehen. Na komm schon. Das ist immer noch nicht perfekt gedreht, oder? Ah, ich glaube doch. Wobei perfekt natürlich auch ein großes Wort ist, nicht wahr? So. Haben wir jetzt halt die Möglichkeit auch einfach zu sagen. Oh, guck mal, das Ding guckt raus. Also machen wir einfach so und dann guckt es nämlich nicht mehr raus. Easy. Na komm schon. So. Jetzt müssen wir noch die Polster dran machen. Eigentlich sehr easy, muss man ehrlich sagen. Aber hey, es ist immer noch ein neues Möbelstück, was deutlich besser aussieht als alle anderen Stühle, die ich bisher gebaut habe. Ja. Das muss man leider auch neidlos anerkennen, dass das so ist. So. Ja, das sieht doch okay aus. So, wir können natürlich jetzt noch einfärben, aber das Problem ist, wir haben gerade nur noch die eine Farbe hier, Fliederfarben. Naja, immerhin. Oh, warte mal. Da ist noch was nicht richtig. Das Ding hier hinten ist irgendwie zu klein, kann das sein? Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Das sieht so. Ach so, weil das im Boden versunken ist, okay. Das können wir eigentlich auch noch fixen, wenn ich ehrlich bin. Dass die Dinger nicht so tief in den Boden reinragen. Dass das Thumbnail am Ende auch schön aussieht.
Ah, das Ding in der Mitte ist auch noch im Boden. Okay. Okay, das muss reichen. Das ist ein Sofa. Nee, ein Sessel. Ein Sofa. Ein Sofa wäre eher ein Zweisitzer. Oder eigentlich ein Dreisitzer, ne? So, jetzt haben wir mal ein paar Sachen hergestellt. Und dann, wir müssen gerade mal überlegen. Wir haben noch bestimmt Aufträge. Wir müssen die auch nochmal duplizieren dann, wenn wir die jetzt wirklich platzieren wollen. Aber diese Lampe hier zum Beispiel, die könnte ja eigentlich schon tatsächlich weg oder so. Aber ich überlege gerade mal ganz kurz, ich will die mal ausprobieren hier. Wie sieht die aus? Ein bisschen niedrig, ne? Wenn ich ehrlich bin. Die ist ja ein bisschen klein. Ich dachte, die wäre größer. Okay, die bearbeiten wir nochmal. Das sieht gut aus auf dem Boden. Guck mal, das Metallding unten, der Ring, der passt perfekt auf den Boden und so. Das ist schon ganz cool. Sie sieht ein bisschen futuristisch aus, als wäre sie von Aliens gekommen oder so. Von Aliens gebaut. Aber hey, immerhin. Wir gucken nochmal ganz kurz, dass wir das Ding nochmal ein bisschen vergrößern, wenn es denn geht. Es gibt natürlich wieder das Maximum, was 4 Meter ist in der Höhe. Also wir können da wirklich noch sehr weit nach oben gehen, wie man hier sieht. Okay. Dann wollen wir das doch tun, nicht wahr, liebe Freunde? Dann machen wir das doch einfach. So. Okay, es ist halt nur die Frage, ob dieses Ding groß genug... Nee. Das können wir nicht groß genug machen, um bis nach oben zu kommen, leider. Wir können es auch einfach so schweben lassen. Dann sieht es noch mehr aus, als wäre es von Aliens gebaut. Oh, jetzt haben wir aber noch viel mehr das Problem, was ich gerade eben sagte, dass man die Kamera nicht bewegen kann. Ich sehe nicht, ob die das jetzt drin ist oder nicht. Ich sehe auch nicht, ob die alle auf der gleichen Höhe sind. Das sehe ich halt alles nicht. Das kann man erst sehen, wenn man es dann platziert, leider. Das ist halt echt, das ist halt wirklich noch richtig nervig, dass das nicht geht. Dass man die Kamera nicht bewegen kann und von unten nach oben gucken kann zum Beispiel. Ich kann halt nicht, der ist immer unten auf die unterste, ganz unten in der Mitte ist die Kamera immer fokussiert. Das macht es ein bisschen schwierig, hohe Objekte zu bauen, wie das hier. Das sieht aber ein bisschen blöd aus, ne? So. Weiß nicht, sieht ein bisschen komisch aus, aber auch ein bisschen besser als vorhin, glaube ich. Ja, ich weiß halt nicht, ob die Lampen alle perfekt sitzen. Aber sieht gut aus. Es sieht aus, als hätte ich das per Augenmaß ganz gut hinbekommen. So, dann gucken wir mal, wie die jetzt aussieht. Wenn die jetzt gut aussieht, dann kopieren wir die hier und setzen die ein bisschen mal hier rum in der Gegend. Warum nicht? Warum nicht einfach mal ein paar Laternen platzieren? Das wäre nämlich auch dann die letzte Amtshandlung für diesen Part dann nachher. Und auch die letzte Amtshandlung für die Aufnahme jetzt. Ich habe dann heute 4 Parts oder was aufgenommen. Aber jetzt sieht sie nicht perfekt aus wegen des Holzes. Ne? Sieht ein bisschen komisch aus mit dem Holz. Aber sie ist auf jeden Fall von der Höhe schön. Man stoßt sich nicht den Kopf an die Lampen. Sie können auch ein bisschen höher sein, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber so an sich, ich finde sie eigentlich ganz schick. Also, die passt zu unserem Dorf auf jeden Fall. Ich schaue jetzt gerade mal, ob man nicht da irgendwas machen kann. Mit diesem Holz. Das ist halt echt, das sieht halt echt übel aus. Vielleicht nehme ich einfach das Holz hier. Das kann man sogar hoch genug skalieren, fast hoch genug.
nicht verzagen. Ich habe noch eine andere Idee. Also ein bisschen anders. Das ist noch nicht die finale Version, wie ich sie machen möchte. Da kommt noch gleich ein bisschen was. Keine Sorge. Ich habe nicht die Idee, dass man vielleicht hier unten das zumindest noch so macht mit dem Ding. So, dass dieser Holzbalken, der geschnitzte Holzbalken quasi da rausguckt aus dem Holz hier unten, aus dem natürlichen Holz. Und dann zum Holzbalken wird und dann oben, ich überlege halt, ob ich das oben auch lasse. Ob ich das quasi oben und unten so mache, wie es jetzt halt oben ist, oder ob ich das hier oben entferne und den Holzbalken jetzt einfach nach oben schiebe hier, weil jetzt passt er ja. Jetzt passt er da ja rein. So, upsala. Ach, und das hier unten ist quasi so als ein bisschen Erweiterung. Ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt sieht es so gut aus, dass wir, glaube ich, jetzt mal wirklich all in gehen und sagen, wir duplizieren das Objekt einfach mal. Wie ihr seht auch, oh, nee, er zieht mir sogar noch was ab, aber er zieht mir den Stahl nicht ab. Die Glühbirne, obwohl ich die bräuchte, aber hier zieht er mir was ab. Hier verliere ich also Holzscheite, wenn ich das mache. Uiuiui. Ich habe vergessen, irgendwo noch ein Cheat einzubauen. Tja, ist halt an sehr vielen verschiedenen Stellen im Code, dass Sachen abgezogen werden und so weiter. So, machen wir mal hier eine Lampe hin. Machen wir oben neben die Treppe eine Lampe. Müsste auch nicht zu viele sein. Wenn zu viele sind, wird es wieder aufdringlich, ne? Einfach nur so ab und zu mal so eine Lampe. So wie es halt auch in der echten Welt so ein bisschen ist, dass nicht, also klar, da sind mehr Lampen, aber die sind halt an einer gewissen Uhrzeit auch nicht mal alle an, ne? Deswegen. Wir machen das einfach so, als wäre jede zweite nur gesetzt bei uns, aber dafür sind sie dauernd an. Das ist dann der Unterschied zwischen uns und der realen Welt. So, dann machen wir noch eine weitere Lampe irgendwo hier hin, aber dann... Ich werde nochmal überlegen, dass ich die ganzen Häuser dann nochmal ein bisschen umstrukturiere und umbewege und dann hier auch Wege hinmache und sowas. Bin ich das ja mit dem... Ich bin jetzt echt versucht, Leute, noch einen Part aufzunehmen. Ganz ehrlich, ich bin versucht, da noch einen Part aufzunehmen, aus dem Grund, dass ich nochmal gucken will, ob ich dafür sorgen kann, dass ich Sachen in den Boden drücken kann, damit ich hier so die Pfade besser machen kann. Und ja, es ist nervig. Wir müssen halt dann schauen, dass wir vielleicht die Häuser ein Stückchen weiter von den Pfaden wegstellen oder so, damit das hübsch ist. Wir können den Boden hier nicht bestellen, oder? Wir können jetzt nicht hier hingehen und den Boden bestellen. Aber doch kann man. Man kann sogar hier anpflanzen? Wie dumm ist das denn? Warum gehe ich denn dann immer wieder zu... Oh mein Gott, man kann das auch hier anpflanzen alles. Ja, ich habe gerade überlegt, ob das gut aussehe als Weg, aber nee, das sieht nicht gut aus als Weg, glaube ich. Aber wir werden auch die Brücke nochmal überarbeiten demnächst. Wir werden so vieles überarbeiten, liebe Leute. Das wird hier ein komplett neuer Stil. Und dann werden wir uns erstmal um außen kümmern, weil das ist erstmal das, was man immer sieht, wenn man hier ist. Und dann werde ich mich, glaube ich, viel darum kümmern, dass ich die Häuser nochmal ein bisschen schöner mache. Vor allem erstmal mein eigenes Haus und dann später auch die Häuser der anderen. Wir können es jetzt mal einfach mal so als zur Feier des Tages quasi einfach mal anschauen, wie unsere Sachen aussehen, die wir gebaut haben. Hier das Bett zum Beispiel. Oh, guckt euch das mal an. Vergleicht das mal bitte miteinander. Das Bett ist doch viel besser geworden. Ist doch richtig gut geworden. Das ist richtig, richtig gut. Also das Bett kann weg. Das ist zwar auch schön, aber ich will dann das Bett hier ab sofort haben. Tada, mein schönes neues Bett. So, dann haben wir auch noch einen schönen Schrank. Oh mein Gott, das passt auch noch so gut zusammen, weil das alles Rustikal-Design ist. Das ist cool, ne? Und der Schrank ist auch gar nicht so groß. Guck mal, wie süß. Ich hätte, der wäre ein bisschen höher, aber das ist okay. Eigentlich ist das okay. Für so kleine Männchen hier. So groß, wie er halt ist, ne? So groß ist der Schrank. Der hier ist halt einfach doppelt so hoch. Also, doppelt so hoch ist auch nicht so gut. Aber das ist doch schön. So, dann machen wir hier nochmal... Ich hatte ja überlegt, den eigentlich zu drehen, aber warum nicht einfach so neben dem Bett? Ist auch ganz hübsch. Gut, das Problem ist, man sieht jetzt... Doch, man sieht die Scharniere. Wenn man hier steht, sieht man die. Dann weiß ich wenigstens, dass sie da sind. Den Fernseher kann man später mal auf den Tisch stellen. So, und dann können wir nämlich tatsächlich auch mal einen Sessel und sowas platzieren in unserem Haus jetzt. Und dann können wir natürlich schon mal einen Tisch bauen, wo wir dann Fernsehen gucken können, tatsächlich. Ach, seht ihr? Plötzlich macht das Spiel viel mehr Spaß, oder? Wo ich jetzt hier Sachen baue und so, wo ich unser Haus ausbaue. Plötzlich macht das alles so viel mehr Spaß. So, ab in den Rucksack damit, auch die Bücher, dafür brauchen wir ein Regal, was wir noch bauen werden. Gut, was ein Problem ist, was ich hier gerade sehe, das passt da nicht so ganz hin, aus dem einfachen Grund,
Ihr seht das, da sind die Fenster. Es ist irgendwie ein bisschen weird, das so an, die Fenster zu stellen. Das hier kann ich nicht bewegen, weil es voll ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich dann auch optisch da einfach ein paar Früchte und sowas reintue in den Schrank. Ob ich den nochmal verändere. Aber wenn ich jetzt was reintue, dann kann ich ihn nicht mehr verändern, leider. Dann kann ich auch nicht mehr bewegen. Das fällt mir gerade ein. Wenn ich jetzt was da reintue, kann ich auch nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Das Bewegen sollte noch möglich sein, finde ich. Das hätte man ruhig noch einbauen können. Tja. Haben wir noch mehr gebaut als das? Oder war das jetzt alles, was wir gebaut haben? Das war alles, was wir gebaut haben. Das war echt... Hat lange gedauert, aber dafür sieht es auch echt geil aus, oder? Also muss man schon sagen. Also es sieht schon echt... Es sieht schon nicht schlecht aus, was wir hier Neues haben. Muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Da würde ich den Part jetzt mal wieder ein bisschen kürzer machen. Genau wie beim letzten Mal, wo ich angefangen habe, nochmal rumzuhacken. Letztes Mal, wo ich rumgehackt habe, habe ich das ja auch gemacht, dass der Part ein bisschen kürzer ist. Da würde ich es nämlich jetzt hier genauso tun und dann nochmal ganz kurz gucken, dass ich da schauen kann, dass wir Pfade machen können. Und da würde ich gerne im nächsten Part noch die Pfade machen. Dann setze ich mich mal ganz kurz hier hin für ein Thumbnail nachher. Weil das ist doch ein schönes Thumbnail, oder? Wenn ich das so recht ausschneide und dann reinschreibe, neues Mobiliar im Haus. Ach ja, liebe Freunde. Hokolive macht endlich wieder Spaß. Aber so richtig Spaß. War nicht so, dass es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat, aber es war schon getrübt durch all die Dinge. Kann man das eigentlich auch, was ich gerade mal sehen will, kann man auch Möbel jetzt komplett frei bewegen, wenn man Tab drückt? Nö, da geht das nicht. Die sind immer noch im Raster. Oder wart mal. Wart mal. Kann man das da auch ausmachen, das Raster? Objekte platzieren. Mal ganz unten gucken? Nee. Objekt nach links drehen, Objekt nach rechts drehen und Drehung anpassen. Left Shift, Objekt drehen, Escape, Objekt platzieren, E, nach oben bewegen, nach unten bewegen. Okay, das ist für Gamepad. Ich glaube nicht, dass das flüssig ist, sondern ja, ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit, das ohne das Raster zu machen. Aber gut. So, liebe Freunde, das war's für diesen Part. Ein wenig kürzer, aber nur ein ganz klein bisschen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann, ciao.